Und nachdem Selbsttests nicht nur ein nationales Thema sind, sondern auch ein internationales, wir sprechen hier insbesondere von Osteuropa bzw. Russland, wo man nicht über HIV reden kann bzw. darf. Aus diesem Grund möchte ich nun die Repräsentantin der Elton John AIDS Foundation auf die Bühne bitten. Ladies and Gentlemen, Naomi Campbell. Die wunderschöne Naomi Campbell ist zurück am Liveball. Eine Frau, die einfach nicht älter wird, gemein ist das. Cheetah's here for you. Very nice to meet you. You received a wonderful award tonight, I heard. And we have a little video for the audience so that they can show in this very special moment. Thank you. So I'm here. Good evening, ladies and gentlemen. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. It's good to be here. Es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen, wieder heute hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung zum Liveball. Ich möchte ganz kurz eine Botschaft von Elton John verlesen, dem es leider heute nicht möglich ist, hier sein zu können. Vor einiger Zeit haben wir uns versteckt und HIV hat uns ins Eck getrieben. Es hat stumme Menschen, kranke Menschen zurückgelassen. Heute gibt es keine Menschen mehr, die schweigen. Wir haben heute keine Angst mehr. Wir müssen nicht mehr Angst haben. Wir können uns ganz leicht einem HIV-Test unterziehen, zu Hause, auf einem Fußballfeld, in einem Club. Wir können HIV bekämpfen, wir können unseren Status kennen, wir können uns selbst schützen, jene, die wir lieben, schützen, mit Wissen und mit Liebe. Wir wollen uns nicht unterkriegen lassen von AIDS und von HIV. Wir hatten ursprünglich gedacht, HIV würde gewinnen, aber das war nicht der Fall. Der Liveball hat schon immer gewusst, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Ich bin so stolz darauf, dass wir diesen Kampf gemeinsam geführt haben und gewonnen haben. Und mit Ihrer Unterstützung ist das der Elton John AIDS Foundation möglich, beispielsweise für viele Organisationen in Russland hier eine Unterstützung bieten zu können. Die Österreicher waren ja hier federführend. Herzlichen Dank für die Unterstützung und leider war es mir nicht möglich, Naomi heute persönlich umarmen zu können. Herzlichen Dank nochmals für Ihre Unterstützung. Beste Grüße, Sir Elton John. Naomi Campbell, ladies and gentlemen. Oh. Wunderbar.